die Firma Lattner in Pfarrkirchen bei Bad Hall. Hier werden Transportgestelle für die Automobilindustrie entwickelt und gebaut. Damit werden dann etwa die Frontteile dieses PKWs durch Europa transportiert. Die Auftragslage ist gut, was aber fehlt, sind die Fachkräfte, wie etwa Metalltechniker. Man kennt es schon, dass das Jahr für Jahr schwieriger wird. Drei von vier Betrieben suchen aktuell Mitarbeiter. Deshalb hat die Wirtschaftskammer die sogenannte Job Week erfunden. Ab 28. März gibt es eine Woche lang quasi Tag der offenen Tür in über 500 oberösterreichischen Unternehmen, auch hier bei Lattner. Für uns ist so eine Aktion wie Job Week ganz wichtig, weil wir da im ländlichen Bereich so auch die Chance haben, dass wir unser Unternehmen vorstellen und somit die Lehrlinge auch im ländlichen Bereich ein tolles Jobangebot anbieten dürfen. Uns fehlen 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stand jetzt in Oberösterreich. Und was uns ein Riesenanliegen ist, dass wir dieses Matching unterstützen. Es gibt ja auch 34.000 Arbeitslose. Es gibt viele junge Menschen, die jetzt mit ihrer Schule fertig werden oder aus der Schule auch aussteigen möchten und einen Job suchen. Und denen möchten wir die tollen Chancen in den Regionen, in den unterschiedlichsten Betrieben zeigen. Einen Tag lang in verschiedene Berufsbilder reinschnuppern. Egal ob arbeitslos in Ausbildung oder bereits in Beschäftigung, egal ob jung oder alt. Jeder, der etwas Neues kennenlernen will, kann die Firmen besuchen. Wir haben in mehr als 500 Betrieben derzeit, nach derzeitigem Vorbereitungsstand, 1500 Veranstaltungen. Das sind Rundgänge, Frühstücke, Arbeitserprobungen, Abendveranstaltungen, Speed-Datings. Alle mit dem gemeinsamen Zweck, dass sich interessierte Menschen in den Betrieben vor Ort eine Meinung bilden können, ob dieser Betrieb für sie ein interessanter Arbeitgeber mal werden könnte. Die Schule hat die Berufsorientierung ab der 7. Schulstufe fix im Lehrplan drinnen und da geht es um die Inhalte, die verschiedensten Berufe vorzustellen. Da brauchen wir natürlich Unterstützung auch, dass wir praktische Beispiele sehen und alles, was wir theoretisch in der Schule machen, wenn es dann praktisch untermauert wird, dann ist es erst wirklich in den Köpfen verankert. Und das erwarten wir uns auch von der Job Week, dass hier möglichst viel Praxiseindrücke gesammelt werden können. Schweißen, drehen, schleifen. Wie Transportgestelle für Autoteile entwickelt und gebaut werden, zeigt die Firma Lattner bei der Job Week. Erich Lattner erhofft sich möglichst viele Schnupperer und vielleicht auch den ein oder anderen, der schon bald hier anfängt.